Einen sensationellen Samstag. In diesem Clip geht es um, was habe ich denn hier? Daimler Truck BYD Sixt und Infineon. Jetzt wundert euch nicht, dass Infineon da drin ist, aber ich musste es ja irgendwie aufsplitten. Nochmal, ich kann das nicht alles in einem Film machen und es folgen nur noch 6 Stück, so wie ich das sehe. Ich fange an mit Daimler Truck. Daimler Truck kann ich nicht auf Monats- und Wochenbasis machen, weil die sind einfach zu kurz an der Börse. Da kriege ich also Zahlen, die sind nicht besonders. Das eben war der Gesamtchart, den es gab. Die haben hier am 24.26. haben die Zahlen gebracht und die Zahlen waren gut. 200 Millionen mehr EBIT als geschätzt bei 1,16 Milliarden. Das war richtig gut. Der Umsatz im Industriegeschäft stieg um 23%. Das ist eine Menge. Und jetzt kam noch eine Ad-hoc-Meldung. Das war gestern, dass der Kuwait Investment Authority, dass die jetzt von 4 auf 4,8% damit beteiligt sind. Ja, also grundsätzlich alles recht gut. Was mich halt wundert ist, das war der Tag der 24. Das hat überhaupt nicht gefruchtet. Das wundert mich sehr. Wir haben hier unten ein klitzekleines Gap, das ist hier bei 28,74. Es wundert mich ein bisschen. Tatsächlich kann ich mit den kurzen Zahlen hier nicht viel anfangen. Ich bin noch weiter negativ hier über das oder wieder negativ über das MACD und auch noch über die Stochastik. Für mich werden sie erst positiver. Also im Prinzip, wenn ich auf sicher spielen will, über 33,60. Aber ich glaube auch nicht, dass sie nennenswert unter die 200-Tage-Linie gehen. Die ist jetzt bei 28,60, verbindet sich in etwa hier mit 28,50 mit diesem letzten Zwischenlow. Ja, und das kommt dann noch von hier drüben. Also das scheint schon eine ganz gute Basis zu sein. Dennoch überrascht es mich, dass die hier gefallen sind. Aber im Moment kann ich da wirklich nicht allzu viel sagen. Wenn das sich hier weiter abbaut, der Oszillator, und wir sind dann an der 200-Tage-Linie, da kann man mal ein Schnüffelstück Long probieren. Ja, aber ansonsten fällt mir hier momentan zu Daimler Truck echt noch nichts ein. Gehen wir zum nächsten Wert und da sind wir jetzt hier bei BYD. Und jetzt sind wir hier bei BYD. Das ist jetzt der Monatschart seit 2013. Irgendwo hier hinten, so 2010 bis 2013, irgendwo da hat der Buffett mal gekauft bei 1,50. Das war eine Zeit, denn da waren BYD und Geely auf dem gleichen Kurs. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht auf die Geely geschaut, weil die sind bei mir komplett aus dem Chart rausgestrichen, weil das war für mich immer die Zockeraktie. Das habe ich auch in jedem Webinar so gesagt. BYD ist Anlage, Geely ist Zock. Und bei Geely habe ich mich auch schon mal ordentlich verzockt. Also die gehen mir voll auf den Sack. Da blickt auch kein Mensch durch die Gewinnabgaberegelungen in den Bilanzen. Also ich blicke da nicht mehr durch. Wie auch immer, wir sind hier bei BYD. Man erkennt im Monatschart einen wunderbaren Aufwärtstrend. Hoch. Korrigiert. Höheres Hoch, höheres Tief. Höheres Hoch, höheres Tief. Ja, und das gefällt mir. Wir haben hier eine sehr schöne Stabilisierung rüber. Auch wenn der Buffett hier und da mal seine Anteile verkauft, hat das nie nennenswerten Einfluss auf den Kurs. Wir sind im unteren Oszillatorenbereich, gefällt mir also auf Monatssicht insgesamt sehr gut. Wir handeln an der 20-Monats-Linie. Das ist diese hier. Da handeln wir dran. Gefällt mir gut. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als so eine Art Flagge. Wir haben hier den Stand, die Fahnenstange und da geht es dann darüber. Ja, jetzt gucken wir mal hier auf die Woche. Schauen wir, was wir da sehen. Auch hier positiv über den Oszillator, positiv über den Trendfolger. Und jetzt kann ich hier sogar einen Trend ziehen. Mal gucken, ob ich den hier richtig reinkriege. Ja. Die sind genau dran an dem Downtrend, den Sie haben vom 4.7., wann ist das hier? Moment, 4.7.2022. Da sind Sie dran. Grundsätzlich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mir gefallen diese Autos sehr. Und danke für den einen Kommentar, wo der Unterschied ist in den Batterien zwischen jetzt Tesla, den anderen E-Modellen und BYD. Das war im letzten Aktienfilm von vorgestern, gestern, nee, weiß ich jetzt gar nicht, gestern oder vorgestern. Das habe ich jetzt noch verstanden. Auch hier, wir liegen über der 20-Wochen-Linie. Der Freund liegt stabil. Vor allen Dingen, er bietet einen relativ schnellen Stopp. Der liegt hier bei 23. Also ich gehe da immer ein bisschen drunter, 22,5. Gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Mal gucken, ob der Tag das auch noch so weit reinbringt, weil die sind jetzt auch schon ein bisschen gelaufen. Ja, aber auch hier positiv, positiv am oberen Band. Hier sogar rausgegangen und gestern wieder in die Nähe des oberen Bandes. Das ist jetzt zu schauen, ob dieser Trend, ja, der ist richtig gezogen, passt.
Also die sehen alles in allem recht gut aus. Mir gefallen die sehr gut. Ich sehe keinen Grund, warum man da irgendwie short gehen sollte. Hier ist der, sagen wir mal, konservative Stop. Man kann aber den auch hier noch ein bisschen höher nehmen, auf 25, sprich 24,5. Also mir gefallen die, insbesondere dann, wenn sie hier diesen Bereich, das ist der hier, von 31 mit Schlusskurs überbieten. Und das ist nicht mehr weit hin. Ich mag die. Mag die wirklich. Die Umsatzzahlen waren der Hammer. 69% plus. Fand ich cool. Also mag ich sehr gerne. Was habe ich als nächstes? Jetzt habe ich die Sixt. So, das hier sind die Sixt. Nur, dass wir da vom Richtigen sprechen. Das sind die Sixt 2 oder 723, 132. Da gibt es ja verschiedene. Das ist der Monatschart. Ich finde nach wie vor, das ist ein wunderschöner Aufwärtstrend schon seit Jahren. Dieses hier war das Corona-Low und von dem Low bis hier oben hin ist das hier ganz grob das 61,8er Retracement. Chart ist relativ sauber, sieht stabil aus über das MACD, kann ich also auch nicht meckern. Ist ein bisschen hoch über die Stochastik, aber das nehme ich in diesem Fall erstmal eher trendbestätigend. Wir sind an der 20-Monats-Linie, leicht drunter. Also ist jetzt hier von hier aus keine echte Neuheit oder irgendein Impuls, der jetzt hier startet. Wir gucken mal die Woche. Und die haben also auch hier doch relativ heftig wieder gelitten. Wenn ich einmal ziehe von hier bis da, das werden wir gleich im Tag sehen, ist das das 50er Retracement, was wir gemacht haben in den letzten zwei Wochen. Ja, von 120 runter auf 107. Das ist auch okay. Hier sieht man, mal gucken, ob ich das besser hinkriege, ja, ich mache es gleich im Tageschart, sieht man, was passieren kann, wenn sich ein Downtrend verbindet mit einem horizontalen Widerstand, zack, drüber. Dann sind es zwei Betrachtungsweisen, einmal hier die vertikale, einmal die horizontale, die liegt hier, und dann darüber, das ist grundsätzlich positiv. Von der Technik her tief, noch ohne Stabilisierung für Wochensicht. Hier haben wir die 200-Wochen-Linie bei 103. Ich runde leicht. Ja. Das ist also auch eine Unterstützung. Also selbst wenn Sie jetzt mal hier von den 113, da sind die jetzt momentan, ja genau, 112,5, nochmal runtergehen sollten auf 103, ist da noch nicht allzu viel passiert. Das dürfen Sie sogar machen. Aber gucken wir, ob der Tag ein bisschen mehr bringt. Hier ist der Tag. Das ist dieser Downtrend, von dem ich sprach. Ja. Hier ist das letzte Zwischenhoch. Also nach dieser Bewegung Zwischenhoch, dann nochmal tief. Da sind wir drüber, die verbinden sich hier bei knapp unter 100. Und dann von dieser Bewegung eine 50% Korrektur. Also das Ding sieht sauber aus. Jetzt ist es so, das obere Band, die sind ja auseinandergegangen, das obere Band kippt schon wieder, also ich rechne bei Six tendenziell eher mit Kursen oberhalb der 20-Tages-Linie. Und die ist hier bei 116,10. Gefällt mir auch vom Oszillator, MACD, ist gut. Habe ich echt nichts dran zu meckern, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir jetzt, mal gucken, was ist das jetzt? Ah, jetzt kommt Infineon. So, Infineon. Am 4.5. kommt der Bericht über das zweite Quartal. Jetzt müssen wir schauen. 4.5. Pre-Market. Das seht ihr jetzt hier nicht so, da muss ich das hier rüberziehen. 4.5. Pre-Market. Zweites Quartal, okay. Wann ich dies letzte Mal gehandelt habe, ich glaube, das war bei der Emission. Irgendwie, es gibt Werte, die sprechen mich nicht an. Das ist vielleicht falsch, aber ich muss auch nicht überall dabei sein. Wir werden hier ganz leicht negativ über den Oszillator auf Monatssicht. Das ist der Monat hier. Vom Chart her ist das eigentlich ziemlich neutral. Wird das wieder positiv über der 44,25. Ja, habe ich momentan keinen Hinweis zu. Wir sind von der Woche tendenziell eher negativ, auch über die traditionelle Sichtweise des MACDs. Das ist, glaube ich, jetzt der erste Wert und über die moderne sowieso schon. Also hier muss ich davon ausgehen, dass die 200-Wochen-Linie, da sind wir so bei 27,5, zumindest mal ins Visier nehmen könnten. Ob das dann hier stoppt oder da, ist jetzt nicht zu sehen. Aber von hier habe ich auf Wochensicht gar nichts Positives. Und auf Tagessicht, was ist der Tag? Komm her. So. Da gehen sie auch aus dem unteren Band raus, bekommen aber hier, die haben schon eine größere Unterstützung. Was ehemals Widerstand war, 1, 2, 3, das wurde dann Unterstützung, 1, 2, 3, so, und da sind wir dran, so um die 32 rum. Also auch wenn die Woche schlecht aussieht, wenn die jetzt nochmal eine Woche so bleiben, könnte das hier ein Boden sein, denn ich werde hier über die Tagessicht überall leicht positiv. Also ist jetzt für mich kein Short. Angenommen, Sie gehen da wirklich jetzt durch diesen Bereich hier um die 31,60, muss ich davon ausgehen, dass Sie hier irgendwo so um die 28 sehen. Also viel Risiko nach unten sehe ich da nicht. Mal gucken, was diese Zahlen bringen.
aber da die Gesamtbranchen eigentlich recht gut waren, glaube ich nicht, dass da nennenswert schlechte Zahlen kommen. Gut, das war der zweite Film.